Der Kapuzinerklostergarten in Münster. Ein gelernter Bierbrauer aus Bayern sucht hier die Ruhe. Bruder Moritz hatte schon einige Zeit in seinem ersten Beruf gearbeitet, als ihn irgendwann die Sehnsucht packte. Eine Wallfahrt nach Rom mit Station in Assisi, dem Lebensort des heiligen Franziskus, weckte etwas in ihm. Er wollte für die Menschen und Gott da sein. Anders, als er es bis dahin getan hatte. Sein Weg führte ihn in den franziskanischen Orden. 2019 war das, mit 23 Jahren. Es passte, von Anfang an. Der heilige Franziskus als Ordensgründer hatte ihm viel zu sagen. Die Nähe zur Natur, die Einfachheit des Lebens, all das zog ihn an. Auch an die Fremde im Norden Deutschlands gewöhnte er sich. Das Kloster in Münster ist sein Lebensmittelpunkt geworden. Hier bringt er sich in die Hausgemeinschaft mit 20 Mitbrüdern ein. Er engagiert sich in sozialen Projekten und er studiert Theologie. Sein Alltag im Orden ist unruhiger, als er sich das vorgestellt hatte. Entscheidend ist für ihn aber, wie er sich den Aufgaben stellt. Es geht nicht um herausragende Ergebnisse, nicht um möglichst viel Ertrag. Es geht um Einfachheit, um das Loslassen von Zwängen. Dazu gehört auch die Gemeinschaft im Kloster. Hier kann er sich zurückziehen, kann Probleme loswerden, zur Ruhe kommen. Die Mischung ist es, die ihn trägt, raus zu den Menschen und seinen Aufgaben dort, zurück in die Gebetszeiten und den tragenden Rhythmus des Ordens. Das gehört für ihn zusammen. Vita Mixta, das gemischte Leben. Für Bruder Moritz gibt es kein Hier und Dort. Das einfache spirituelle Leben im Kloster ist seine Basis. Von dort aus geht er auf die Menschen zu.